Willkommen total recht herzlich zur Star Wars Projekt, dem Star Wars Projekt für Ältere. Ja, leider. Für die erste Generation. Star Wars Projekt der älteren Generation. So, Lord Darth Vader ist eine fiktive Figur aus der Star Wars Reihe. Er ist ein Hauptgegner der ursprünglichen Trilogie, aber als Anakin Skywalker ist er der Hauptdarsteller der Prequels Trilogie. Die Trilogie der ursprünglichen Form, war er nun mal der Hauptgegner. Kommen wir gleich drauf, was ist denn damit gemeint? Vergesst nicht, die Verbrennungen waren bestimmt auch die Genitalien betroffen, somit nicht mehr vorhanden. Die Schmerzen etc. pp. The Dark Lord. Nur was für Leute, die das gesamte Kompendium jemals gehört, gesehen oder gelesen haben. So, worauf möchte ich hinaus? Und zwar möchte ich darauf hinaus, dass Star Wars, Krieg der Sterne, zwar ein wunderbares Märchen ist und immer noch bleibt. Und wenn ich sage Darsteller, dann meine ich auch Darsteller, weil diese Figur wird dargestellt. Dass da der Matthew drin gesteckt hat, dass er berühmt geworden ist dadurch, alles klar. Aber dennoch bleibt das ein Darsteller, der da drin steckt, in dieser Figur. Wie ein Darsteller, ihr kennt doch den Namen. Und dennoch bleibe ich dabei ein Darsteller. Dieser Darsteller zum Beispiel hatte Ärger mit George Lucas damals, weil da was vorgefallen ist. Ihr wisst alle, was da vorgefallen ist. So, jetzt gehe ich aber zu den Leuten mal, die das alles gar nicht wissen. So, wir haben nämlich, und das hat nichts mit dem Alter zu tun, das hat nämlich was mit Sehen zu tun. Wenn man halt ins Kino geht und nur solche Filme sieht, wie 4, 5 und 6 Episode, dann hat man das gesehen. Und keiner, der das gesehen hat, ist in Kenntnis, dass Han Solo, Leia, Organa geheiratet und Kinder gezeugt haben. Das konnte keiner wissen. Geht gar nicht. Wenn man sich diese Filme anschaut, ihr müsst mal auf dem Teppich bleiben, denn ich will heute mal meinen stärksten Kritikern entgegengehen. Alpo, Professor Snicksky, Walowski, ich mache das extra, Nuschelschmalz, Skywalker 74 und ist halt so. Bei der letzten habt ihr ab 3.18 etwas nicht verstanden. Kann an der Linguistik liegen, kann an der Akustik liegen, kann auch am Schnitt gelegen haben. Ich versuche immer das Allerbeste daraus zu machen, denn das ist Spaß. Ich werde natürlich auch den sogenannten E-Mail-Schreibern weder die Genugtuung geben, über einen gewissen Schauspieler zu drehen, eine Story daraus zu machen, weil das alles totaler Humbug ist, für diejenigen, die sich die Mühe geben, dumme Vorschläge auf den Weg zu bringen. Natürlich waren hier etliche Schauspieler, die hier gefilmt etc. pp. Wir haben halt auch eine spaßige Seite. Wir sind halt nicht immer so ernst. Das Problem an der Geschichte ist, ihr nehmt ja sogar Politiker auseinander, wenn die da um 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens solche Videoclips machen. Die Videoclips werden gemacht, wenn Lust und Laune ist. Wenn man Lust und Laune hat, die direkt zu machen, mit oder in einem Kundenbetrieb, werden die auch gemacht. Manchmal hat man richtig Spaß sogar. Man macht gerade so auch Spaß und in Videoclip schon kommen Kunden rein und wir sprechen den ganzen Tag über, oder elektronisch, den ganzen Tag über Star Wars. Kann schon mal vorkommen. So. Wichtig sind also Alpo, Professor Schnarznitzky, Walowski, Nuschelschmal, Skywalker 74 und ist halt so. Die besten, die immer darunter was schreiben, was ich auch gut finde, sonst will ich sie ja jetzt gar nicht nennen. So, die letzte Sendung, da habt ihr ab 3.18 nicht verstanden, da meinte ich Acho, ja, A-C-H-O, und zwar St. Michael, und zwar, ja, dieses Eiland. In Irland, von J.J. Abrams, die Ehefrau, ist in Irland geboren und kennt diesen Ort, diesen sogenannten St. Michael oder Michaels Felsen übersetzt. So, daraufhin hat diese Ehefrau dem J.J. Abrams gesagt, du, wollt ihr da nicht filmen?
Wir wissen heute alle, wer Backstage sich das angelesen, angesehen und ein YouTuber ist, dass das nicht so gut war. Weil die Helikopter, die das ganze Equipment dahin geflogen haben, die Küken hoch und die Möwen haben diese Küken gefressen, das fanden die alles nicht so lustig. Die Einheimischen aber dennoch. Wer heute dorthin fährt, zu St. Michael, diesen Felsen, Michael Felsen, darf also nicht mehr so oft anlegen, da dürfen auch nicht mehr so viele Touristen drauf. Es ist natürlich eine tolle Geschichte, da einmal hin zu wollen und sich diesen legendären Drehort von Episode 8 sich anzuschauen. So, da kommen wir auch dazu, da hier Luke Skywalker dort diesen sogenannten Planeten bzw. den Ort Acho, A-C-H-O, ich schreibe den Link auch drunter, wenn ihr mich nicht verstehen solltet. Ich kann nicht immer darauf achten. Also jedenfalls, Luke Skywalker wollte dorthin, um einfach zu sterben. Hat er auch geschafft, ist ja gestorben. Na, hat aber den großen Kampf noch mit Kylo gehabt, als Lichtwesen, ja, als Replayer da, hat er da losgelegt. Ich rede jetzt einfach mal. Ne? Also, warum kam ich eigentlich darauf, auf 3.19 mit Acho, A-C-H-O, also Acho, die Insel, die die Ehefrau von J.J. Abrams ihm unterbreitet hatte, dort zu drehen, wurde ja auch gedreht. So, wie kam ich da drauf? Ganz einfach, ich hatte also Sequences gesehen, wo J.J. Abrams auf dieser Insel gedreht hat. Und da habe ich mich gefragt, wie kamen die darauf? Weil es war doch Rian Johnson, der da doch gedreht hat. Ja. Es war halt. Deswegen kam ich da drauf, deswegen hatte ich versucht, mit euch über dieses Projekt Star Wars für die Älteren. Mir ist nämlich aufgefallen, dass jetzt alles, auch die YouTuber, auch die EU, die sind ja stinkesauer, die Jugend, verstehe ich, Artikel 13, 17 etc., mittlerweile 55,8% Durchschnitt alt, also 56 Jahre alt, durchschnittlich in der EU. So, die Frage lautet, wie hoch ist eigentlich der Altersdurchschnitt bei Star Wars? Das habe ich an sich noch nicht eruiert, das habe ich noch nicht gesehen, das werde ich googeln. Sondern werde ich in der nächsten Sendung sagen, wie der Durchschnittalter oder das Durchschnittalter bei Star Wars ist. So, wir müssen unterteilen. Wir müssen unterteilen für die, die wirklich nur das gesehen haben. Ja? Der Schöpfer George Lucas sagt, seine 6-Episoden-Filme ist die Tragödie von Darth Vader. So hat er das bezeichnet. George Lucas hat es bezeichnet, das wäre die Tragödie gewesen von Lord Darth Vader. Ja? Und halt auch der Hauptgegner gegen die Trilogie war halt Darth Vader. Hab ich hier noch irgendwo? Da, ja. Na, also Lord Darth Vader war die Hauptagentur sozusagen, der Hauptdarsteller gegen die ursprüngliche Trilogie. So sprach George Lucas, nicht ich. Ja. So, Skelling Michael. Skelling Michael oder Michaels Felsen. So, das wurde erwähnt, darauf ging alles und darauf wurde er hingearbeitet. Und wie gesagt, er hat nun mal sein Lichtschwert bekommen. Erst das Lichtschwert von Anakin Skywalker, dann das Lichtschwert sozusagen von Darth Vader, aber hat er ja nicht gehabt, als Darth Vader hatte er ja ein anderes Lichtschwert, aber es war das Lichtschwert von Anakin Skywalker. Und Luke Skywalker hatte dieses Lichtschwert nur mal von Obi-Wan Kenobi bekommen. Und dieses Lichtschwert wurde in Episode 8 ihm überreicht durch Rey, ja, und macht dann diesen. Okay? Also noch lächerlicher geht's nicht. Psst. Ganz ruhig, flipp nicht wieder aus, bleibt cool. Also, die nur die Kinofilme gesehen haben, können nicht das wissen, was ihr wisst, wenn ihr in Old Republic wart, wenn ihr in den Comics wart und wenn ihr euch viel zu sehr mit Star Wars beschäftigt. Für alle, die sich zu sehr mit Star Wars beschäftigen, kann dieses Projekt für Oldies nicht mithalten, weil dieses Projekt für die Oldies, für die erste Generation, die halt nur diese Hollywood-Filme gesehen haben und dann vielleicht sich nicht mehr dafür interessiert haben, ist ja diese Sendung ausgedacht worden. Also ich bin für diejenigen,
die sagen, hey, wovon sprichst du eigentlich? Was meinst du eigentlich? Und dann kann man sagen, stopp mal, habt ihr nicht bemerkt, wie alles anders geworden ist? Besonders die letzten drei, 7, 8 und 9, die werden ja komplett anders. Und dann ist auch einmal für mindestens 3 Jahre Ruhe, dann geht es weiter mit komplett anderen. Und dann kommt obendrein noch eine andere Serie und dann noch eine andere Serie und es laufen andere Serien, die ihr gar nicht gesehen habt. Zum Beispiel Episode 7, wo die Planeten zerstört wurden, konnte man dann in Resistance, ich sage immer Hauptdarsteller, will jetzt nicht darauf ran, so, wenn der Hauptdarsteller in die Knie geht und sagt, kann nicht wahr sein, was denn da passiert, weil er von diesem Planeten stammt. Ja? Zum Beispiel. So, also sagen wir mal so, wer ins Kino geht, nur ins Kino geht, mehr nicht. Sich den Film anschaut, mehr nicht. Also von 1 bis 9 kann das alles gar nicht wissen, warum Lord Darth Vader, also Anakin, so eine Wut entwickelte gegen die Jedi und die Jedi am Ausradieren war. Wer so tief eingedrungen ist in Old Republic und wer so tief eingedrungen ist im Universe, Star Wars Universe, fragt sich, stopp mal, die haben 3 Kinder. Luke Skywalker war verheiratet, hatte auch 3 Kinder. Also, wir müssen doch immer unterscheiden. Sind wir jetzt wirklich die 1 bis 9 Kinogänger? Mehr nicht. Sind wir diejenigen, die alles spalten? So, die Kinogänger haben ja das große Glück, durch Rogue One, ja, zwischen 3 und 4, das 4 aufgewertet, dass man, so, man hätte alles so ein bisschen aufwerten können. Han Solo ist mal wieder abgedriftet, hätte man nicht, warum nicht? Man hat schon bemerkt, dass Han Solo halt geflogen ist und dann rausgeflogen ist, dass er freche Schnute hatte, dass er ein bisschen aufbegehrte. Er war halt einer der besseren Gauner im Universum. So. Und die Wahrheit wissen wir jetzt, also nur die, die wirklich belesen waren oder sind oder gelesen haben oder einfach sich dafür nur noch interessiert haben, die wissen halt ein bisschen mehr, dass da 3 waren, dass da 3 waren und dass das eine Art Familie war, die da zusammen waren und so weiter und so fort. Also es hat nicht gegeben, dass Luke Skywalker auf dieser sogenannten Insel war und da seinen Tod suchte, keine Lust mehr hatte, sein Leben aushauchen wollte. Nun, er hat ausgehaucht, er ist jetzt ein Machtwesen, etc. pp. Soll das bleiben, ist in Ordnung. Also noch einmal, 3 Sachen ist halt so, die etwas Älteren, darum ist das Projekt ins Leben gerufen worden, für die Älteren, die halt nur diese Kinofilme kennen. Die kennen nur die Kinofilme, das war's. Die kennen auch nur Darth Vader, haben aber nicht den Plan oder wissen gar nicht, warum er Darth Vader ist, es ist halt Darth Vader, Feierabend. So, und den Zottelmann hier, den Zottelmann kannten oder kennen alle nur als Zottelmann, die wissen gar nicht, wer da drin gesteckt hat. Darum ging es. Und deswegen wurde das als Darsteller. Der Darsteller von Darth Vader ist verstorben. Das wurde gesagt. Punkt, fertig, aus. So, weil jetzt ein neuer Darsteller drin steckt, somit lebt Chewie weiter. Chewie wird immer Chewbacca. Ja? Für die Linguistin, die immer alles besser wissen wollen. Lieben Freunde, ihr müsst auch mal Leute reden lassen, die sie reden. Nicht nur ihr seid die Besten der Besten, was überhaupt nicht stimmt, aber auch egal. Keiner ist der Beste der Besten, weil Star Wars gehört allen, von A bis Z. Man sollte sich die in die Tiefe reingehen, die sogar 1333 für Kurzweil angesehen, die auch was mit Lukas A zu tun hat in den Spielebereich, Gamebereich, ja. So, ich spreche hier das Projekt Oldies First Generation an und meine damit die Kinogänger, die also nur ins Kino gegangen sind, auch nur diese Videobänder, VHS oder die davor sogar in den 70ern als Super 8 Rolle bekommen haben oder gekauft haben oder gesammelt haben, die spreche ich an. Die, mit denen wollte ich an sich philosophieren. Die wollte ich jetzt nicht mit der New Generation zwischen 15 und 25 hier anfangen zu diskutieren, weil die ganz anders erzogen werden. Die ganzen YouTuber werden ganz anders wohin gedriftet, zwischen 15 und 35 mittlerweile.
Die haben eine eigenständige Geschichte. Sie erzählen auch, dass man, wie gesagt, CDU, SPD nicht mehr wählen soll. Ja, einige haben sich dann beschwert, dass die FDP zu wenig abbekommen hätte. Ihr wisst schon, Renzo hat da Gas gegeben und dann gibt ein anderer Gas. Und so ist das auch hier bei Star Wars. Wenn wir älteren Durchschnitt, sage ich jetzt mal 60, über Star Wars philosophieren, reden wir von 4, 5 und 6 und ein bisschen von 1, 2 und 3. Wenn wir Glück haben, sogar von 7, 8 und 9 demnächst. So, und dann war es das. Und dann müssen wir über 2 Jahre warten. 22, 24, 26, dass da Star Wars wieder erscheint. So. Aber wie gesagt, George Lucas hat jetzt 75 Jahre. 75 Jahre ist er nun mal alt und hat auch mit den Regisseuren von Game of Thrones gesprochen. Ja? Das Spiel um die Throne oder das Spiel um den Thron, sagen wir mal so. Der auch in einer gewissen Episode 8, ja genau, in der Reihe 8 auch nicht so angekommen ist, wie es war. Es kann ja wirklich irgendwie an der magischen 8, die irgendwie Unendlichkeit zeigt, wenn man so verkehrt rumdreht, liegen. Ja? Johnson hat gedreht, die 8, hat einen drauf gekriegt. Ja? Die beiden haben Game of Thrones 8 zu Ende gebracht, haben auch einen drauf gekriegt. Und jetzt machen sie halt die Trilogie für Star Wars. Wir müssen uns halt von Darth Vader verabschieden. Wir müssen uns halt von Skywalker verabschieden. Von Anakin Skywalker, ja, verabschieden. Der halt mit seiner sogenannten Familie, ja, mit seinen Kindern, ja, mit seiner sogenannten Ehefrau uns beglückt hat. Amidala ist an gebrochenem Herzen gestorben. Sie hatte also keine Interesse. Vielleicht hat auch die Macht da zu stark involviert. Wir wissen es alles nicht. Wir können viel dichten. Also mir ist aufgefallen, dass viele Dichter unterwegs sind. Die dichten und machen mehr. Ja, 9 könnte die neue Hoffnung werden. Warum soll 9 die neue Hoffnung werden? Worauf denn? Wenn diese ganzen Schauspieler aufhören, da zu sein. Ja, es kann ja auch sein, dass, wie gesagt, auch diese Figur nicht mehr da sein wird. Ja? Wenn ich die neue Figur sehe, 7O, da, die aussieht wie so ein Lampenschirm auf einem Rad. Also jeder sagt BB-8 in seiner Form, als BB-13, als BB-28, als BB-23, keine Ahnung, die ganzen Nummern da. BB-8 war okay. Ja, BB-8 sah wirklich gut aus. Ja. So, mit BB-8 kann man wunderbar arbeiten, sogar als Keksdose. Und damit ich euch nicht weiter auf den Keks gehe, beende. Ja, ich sage Ende für dieses Video. Ich begrüße euch bei Star Wars Projekt Alte Leute sozusagen. Star Wars Projekt Old Fans, also die ersten, die das Video noch in der Hand hatten, die noch Super 8 in der Hand hatten. An die ist es an sich gerichtet. Und wenn da irgendwann irgendwas nicht richtig rüberkommt, müssen wir mal daran arbeiten. Also Durchschnitt 60, an die ist das gedacht, die halt dort war. Nicht jetzt Durchschnitt 15 bis 35, die damit groß werden hier mit BB-8 und Co. und Rey und so weiter. Ne? Lass uns mal überraschen, was da mal rauskommt. Ja, mal sehen, was da mal rauskommt.